Und herzlich willkommen zurück zur sechsten Etappe der Tour de France. Heute geht es nach Le Havre und wie wir an dem Profil sehen, es wird ein bisschen hügeliger. Fünf Berge der vierten Kategorie und wenn man sich das Ende anschaut, es gibt wieder einen ganz kleinen Hügel zum Schluss. Deswegen glaube ich, dass wir heute wieder verdammt gute Chancen haben und ich würde die Etappe heute sehr gerne offensiv fahren. Kwiatkowski ist natürlich verdammt gut am Hügel mit 82. Wir haben nur eine 79, weil Werder ist natürlich auch stärker. Jetzt bedeutet die um uns rum, können uns heute Zeit abnehmen. Ich möchte das allerdings verhindern. Wir werden, wie gesagt, sehr offensiv fahren. Wir beschützen natürlich Froome wieder und wir werden aber heute auch gleich mal einige unserer Jungs vorne in die Verantwortung nehmen. Jetzt nehmen wir 65. Peter Kenyon nehmen wir noch mit rein. Den Rest lassen wir erstmal. Die holen wir dann vielleicht später vor. Einfach nur, um mal ein bisschen zu zeigen, dass wir da sind, dass wir offensiv sind und dass wir uns heute vielleicht das gelbe Trikot holen möchten. So, jetzt auf geht's. Mein Kommissar winkt doch hoffentlich gleich. So, lassen wir langsam. So, müssten sich eigentlich... Entschuldigung. unsere Fahrer auch vorne formieren. Schauen wir mal, wie die Anfangsphase wird. Wie gesagt, das erste Mal etwas hügeliger. Gleich so ein Hügel zu Beginn. So, es beginnen auch schon die ersten Attacken. Luke Rowe fährt jetzt hinterher. Dann sind unsere anderen Jungs. Peter Kenno fährt gerade vor. Und Stannard hat ein bisschen Probleme hinzukommen. Jetzt machen wir auch erstmal die anderen. Das gelbe Trikot unter anderem, die Nachführarbeit. Sehr merkwürdig. Immer dabei. Ach, Thomas Böttler, da haben wir auch den Altmeister, den Erfinder des Parforce-Ritz. Naja, Erfinder bestimmt nicht, da gab es schon einige vor ihm, aber immer wieder sympathisch zu sehen, wenn er es versucht. Bislang funktioniert es nicht richtig mit den Ausreißern. Das ist auch immer eine sehr lange Etappe, wieder über 180 Kilometer. Lassen die Jungs hier jetzt am Anfang immer ein bisschen rumdüsen. Ausreißer kommen momentan keine. Ja, mit 65 ist aber okay. Da sind jetzt tatsächlich wieder ein paar Ausreißer. Die haben wir gar nicht mehr eingeholt. Sobald Leute ausreißen, übernehmen andere Teams das Tempo. Und jetzt geht es hier an den ersten kleinen Anstieg der vierten Kategorie. Da wird jetzt auch wieder attackiert. Wahrscheinlich, ah, Thomas Vöckler hat sich heute was vorgenommen. Vachon ist in der Gruppe dabei. Der will sich wahrscheinlich das Bergtrikot sichern. Ja, mal schauen. Müssen wir jetzt hoffen, dass er nicht auf einen der ersten Plätze kommt. Weil es heute wahrscheinlich eh aus ist mit unserem Bergtrikot. Haben wir jetzt schon lange genug getragen, was ja auch eher zufällig war. Nee, wir behalten es erst nochmal. Da sehen wir es auch eingeblendet oben. Erstmal noch keine Probleme vor uns. Und das Feld hat sich jetzt doch schon etwas lang gezogen. Jetzt sollten wir die anderen Jungs auch nochmal vorholen. Oh. hat sich da vorne eine kleine Lücke gebildet? Nee, bislang ist noch kein Unterschied zu sehen. Aber holen wir die noch immer. Holen wir doch mal alle Jungs vor. Wir immer noch Teamstrategie entscheiden. Jetzt machen wir eigentlich alle Führungsarbeit, bis auf Chris Froome und Richie Port. Zeigen wir heute mal unsere Dominanz. Als Alpha-Tier hier im Feld. Pichon greift an. Und liegt hart. Das ist auch ein... Ja. ja, er sollte vielleicht nicht bei einem englischen Team fahren. Ich glaube, Ligthart ist ja, ein eher durchschnittlicher Name für einen männlichen Mann. Ja, ja. Obwohl, vielleicht gibt es da einige in der Frauenwelt, die diese Informationen ja dann auch gleich aus dem Nachnamen das, da Sachen rein interpretieren. Ich halte mich jetzt mal zurück. So, wir können auch die Fahrer so markieren, das ist ganz gut bei der Führungsarbeit, weil wir machen jetzt doch erstmal
ein bisschen langsamer, normal auf 63. Aber dann haben wir wenigstens mal unser Team Sky hier vorne, können ein bisschen dominieren. Das ist der japanische Meister, Arashiro ist noch mit dabei, hat sich dort reingeschlichen. Und Chris Froome und Richie Porte werden sich da jetzt hinten dran schließen. So, die Dominanz von Team Sky beginnt heute. Wir stellen mal ein bisschen schneller. Ich hätte vielleicht nicht alle vorholen sollen, weil irgendeiner muss ja auch Wasser holen. Aber gut, dann lässt er sich halt zurückfallen. Das macht Nicky Roach heute. Ohne Wasser. Froome geht's gut. Na, die Form ist so ein bisschen fallen nach unten. Aber das soll jetzt eigentlich auch nicht allzu sehr beeinflussen. So, am Ende angekommen und er kommt auch schon wieder nach vorne. Alles gut. Und übernimmt dann quasi seine Rolle direkt wieder. Das hat gut geklappt. Kommt gleich zur nächsten Bergwertung. Vachon ist natürlich immer noch in der Ausreißergruppe. Aber es gibt wieder nur einen Punkt, also er muss die Bergwertung gewinnen. Wir schauen uns das an. Pozzato ist vorne, Vachon an dritter Stelle. Wenn die sich natürlich vorne schön abwechseln. Ah, Leithart, aber der hat vorhin schon die Bergwertung gewonnen. Nee, hat er nicht. Doch, hat er. Zwei Punkte. Hat er jetzt auch. Wenn er noch eine gewinnt, dann sind wir unser Bergtrikot los. John Thomas macht Tempo am Berg. Stellen wieder etwas schneller. Nochmal gesagt, warum ich häufiger schneller stelle. Ich würde eigentlich auch gerne lieber das mit Ruhe durchlaufen lassen, dass man ein bisschen auch die Rennsituation immer eingehen kann. Aber die Dateien werden einfach viel zu groß, um es hochzuladen. Deswegen so um die 20 Minuten reicht bei einer Bergetappe natürlich länger, weil da einfach auch mehr passiert. Aber jetzt bei solchen Flachetappen, dann lassen wir das jetzt mal so bei circa 20 Minuten. Oder hügeligen Etappen ist das ja auch schon. Flach kann man es ja eigentlich nicht nennen. Ist wieder der wachsende Mais an der Seite, wie man schön sieht. So, Abstand ist 2 Minuten, das ist auch okay. Da können wir mit leben, das ist so in Reichweite. Die anderen Teams haben sich jetzt noch gar nicht in der Tempoarbeit beteiligt, müssen sie auch nicht. Von dem belgischen Kreisel kann hier aber auch keine Rede sein. Die fahren ja alle auf einem Klump. Was macht Chris Froome? Was ist er denn da? Das variiert auch pro. Früher war es immer, dass es eine feste Position war. Jetzt ist es pro Etappe, sind die Fahrer woanders angeordnet. Das ist etwas ungewohnt. Da hat man sich dann nach so einer dreiwöchigen Rundfahrt richtig an die Position gewöhnt. Ja, na gut, nichts Schlimmeres. Abstand immer noch 2 Minuten. Kommen jetzt auch gleich zur nächsten Bergwertung. Und da das mit Nicky Roach so gut geklappt hat, darf er gerne nochmal Wasser holen. Haben sie auch weiterhin im Sichtfeld, die Ausreißer. Schauen, was die an der Bergwertung machen. Ach, sie sind schon drüber? Ne, kommen jetzt gleich zur Bergwertung. Und wenn Leiter hat, haut es hier aber raus. Der holt sich heute das Bergtrikot. Außer es gibt Bergpunkte im Ziel. Das kann natürlich auch sein, weil hier, wie gesagt, wieder so ein kleiner Hügel drin ist. So, da kommen auch unsere Jungs. So. Jetzt tun sich hier schon ein paar andere Fahrer vorne. Es sind noch 64 Kilometer bis ins Ziel. Die Wasserflaschen kommen jetzt auch langsam vorne an. Jawohl, sind alle versorgt. Das sollte bis ins Ziel reichen. Dehydrieren wird keiner heute. Sprintwertung, jetzt werden wahrscheinlich ein paar andere Teams sich vorn postieren. Wir haben das auch schon. Jetzt ist natürlich schlecht für die Ausreißer. Ist der Leithart ausgerissen jetzt quasi? Ja. Aber jetzt kommen die Sprinter-Teams. Da geht schon Christoph raus und er gewinnt das sogar, weil er am frühesten los ist. Das war gut gemacht. Dann jetzt vorübergehende Wertung, hat er wieder 27 Punkte Vorsprung. Also Christoph Kohler mit 82 sicherlich nicht der allerstärkste, also schon stark, aber nicht kein Kittel, kein Cavendish. Nun gut, jetzt ist die Rennsituation natürlich so,
dass es jetzt vielleicht noch zu Angriffen kommen wird, weil jetzt geht es auch um den Etappensieg. Und vor allem kommt jetzt gleich die Bergwertung. Könnten wir uns ja eigentlich einen Spaß machen, wenn die Bergwertung gewinnen. Nee, machen wir nicht. Fährt ja auch schon der Leithard. Nee, der B will seinem eigenen Teamkollegen anscheinend die Bergwertung klauen. Ja, lassen wir ihn. Ist ja wurscht, wenn er überhaupt wegkommt. Wenn man Wouter Pauls hier reintritt. So, erhöhen wir ein bisschen das Tempo. So, der Ligthart, der harte Lecker, ist jetzt Platz 1 in der Bergwertung. Das ist zu verkraften, dann müssen wir halt erstmal wieder mit dem Sky-Trikot vorlieb nehmen bei Chris Froome. Außer, wie gesagt, wir gewinnen die Etappe und es gibt Bergpunkte im Ziel. So, ein bisschen schneller gemacht. Dass das Tempo hoch ist, damit auch alle wissen, hier gibt es keinen Ausreißer mehr. So, es fährt gerade nur so, dass ich euch alle einfangen kann. Wir machen das jetzt nämlich mal den letzten. Fangen wir jetzt mal an, richtig Tempo zu machen. Ich will es einfach nur mal testen. Zu schauen, Chris Froome plus 2. Sehr, sehr gut. Am Anfang der Etappe sah es ja noch schlechter aus. Ausreißen tut keiner. Und jetzt hier am Hügel wird es natürlich auch für einige unserer Helfer schon mal etwas enger. Und jetzt hat sich das gerade aufgehängt. Es kann schon sein, dass heute die Gruppen dann doch etwas gesprengt werden. Leopold König jetzt in der Führungsarbeit, dem geht es noch relativ gut. Wir können ja auch noch Powerriegel verteilen. Kenu haut jetzt das letzte raus, was er drin hat. So, Chris Froome weiterhin in der Lauerposition. Den Berg wird jetzt, denke ich, noch keiner bekommen. Dann geht er ein bisschen schneller. Jeremy Thomas ist vorne, vielleicht gewinnt er ja sogar die Bergwertung, wenn da jetzt keiner sich mehr entscheidet, hinterher zu fahren. Ja, gewinnt die Bergwertung, hat aber keinen Einfluss. Wir schauen uns mal an, ob das Feld schon ein bisschen anfängt. Ja, langgezogen ist es, aber reißen tut es auch nicht. Wenn man natürlich nur die Fahrer, die sowieso in der Ausreißergruppe drin waren. John Degenkolb schon wieder abgehängt, also er ist ja unterirdisch in Form, der Junge. Geht gar nichts. Luke Rowe ist durch. Kann sich mal Energieriegel reinpfeifen. Noch 24 Kilometer ins Ziel und jetzt haben auch andere die Führungsarbeit mit übernommen. Das bedeutet, das Tempo wird noch mal schneller als das Tempo 80, was wir quasi vorgegeben haben. So, jetzt müssen wir auch aufpassen. Jetzt kommen nämlich keine Bergwertungen mehr. Wir machen das eigentlich wie das letzte Mal auch. Markieren jetzt mal beide. Okay, lass mal Chris Froome. Wir schauen, dass wir die Favoriten auf jeden Fall im Blick haben, die sich wahrscheinlich hier vorne jetzt auch schon postieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Sprinter, da war Machado, Mollema, waren da schon dabei. Ich meine, das sind jetzt keine Favoriten, aber Contador ist hier. Da kam jetzt Nizzolo. Die Sprinter denken natürlich schon auch, dass sie hier Aktien drin haben. Da kommen wahrscheinlich jetzt auch Kittel mit vor. So, wir werden dann auch wieder in die Spitzenposition versuchen zu fahren. Das ist ja schon sehr ansteigend. 15 Kilometer noch. Das ist halt die Frage, wie lang ist das überhaupt? Sind nur, ich glaube, da ist der Sprint schon fast im Gange. Da geht es dann bergauf.
Wir versuchen trotzdem unser Bestes, versuchen die Etappe vielleicht wieder zu gewinnen mit Chris Froome. So, es sind noch 11 Kilometer. So, und jetzt geht das Tempo vorne, jetzt müssen wir dranbleiben. Es sind auch noch einige von unseren Jungs vorne hier mit dabei. Nicholas Roach, Jaron Thomas, Peter Kennel. So, wir reihen uns jetzt mal hier ein, damit wir die Situation gut im Blick haben. Es ist momentan leicht abschüssig. Jetzt geht es leicht bergauf. Da vorne müsste jetzt eigentlich eine kleine Abfahrt kommen. Und danach sollte es eigentlich abgehen. Deswegen hauen wir uns jetzt den Energieriegel rein und fahren an die Spitze. Mit Richie Porte. Na komm schon. Nicht einklemmen lassen. Weiterfahren. Komm, fahr da raus. Jetzt wird's aber, jetzt wird's heftig. Auf, komm, Chris Froome. Bist doch ein Guter. Komm. Auf. Und da vorne geht's doch dann schon bergauf und ab dann. So, Richie Porte kann noch sprinten. Chris Froome folgt. Auf, komm, zieh. Du hast da noch alle Energie. Oh, da kommt Matthews, kommt vorbei. Richie Porte, vielleicht sogar noch Zweiter. Chris Froome, Dritter. Haben wir beide platziert. Nicht schlecht. Weil diese Taktik da natürlich vorne, direkt von vorne zu fahren, ist gar nicht so schlecht. Gerade wenn es dann noch bergauf geht. Bei Flachetappen hat man halt keine Chance. Das kann man knicken. Aber wenn es dann wirklich eine ansteigende Zielgerade ist, da hat man wirklich noch richtig gute Chancen. Da müssten wir uns sogar Zeitbonifikationen jetzt geholt haben. Und 4 Sekunden müssten wir eigentlich geholt haben. Wenn ich nicht falsch liege. Damit sollten wir eigentlich zeitgleich mit Kwiatkowski sein. Das ist jetzt spannend zu schauen. Vielleicht haben wir uns heute das gelbe Trikot geholt. Kwiatkowski war hier außen. Matthews, in schöner Siegerpose. So, mal gespannt. Sieg für Matthews. Und wir sind zeitgleich, aber immer noch Zweiter. Schade. Hätte jetzt gerne das gelbe Trikot langsamer gehabt. Richie Porte weiterhin auf 9 mit 1,43. Zeitabstände gab es keine. So, weiterhin dieselben Abstände. Valverde, Pinot, Nibali sind alle nach wie vor hier vorne vertreten. Contador 2 Minuten 8 immer noch. Mal schauen, Quintana immer noch die 2,58 Rückstand. Da hat sich nicht viel getan. Am Berg, das Bergtrikot sind wir los. Sind jetzt nur noch Zweiter in der Bergwertung. Können wir mit leben. In der Punktewertung müsste der Christoph, Alexander Christoph, weiter vorne sein. Marcel Kittel hat heute gar keinen Punkt geholt. Schwach. Aber dafür war es auch einfach zu ansteigend, die Kurve. Und Kwiatkowski hat sowohl das weiße als auch gelbe Trikot, beziehungsweise Pinot trägt das in der Teamwertung. Mal schauen. 3 Sekunden, da hat sich auch nichts getan. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Werfen nochmal einen schnellen Blick auf die 7. Etappe. Wir sehen, hügelig, aber Sprinter-Etappe. Wird auch noch nicht so viel passieren, aber wir sind zeitgleich mit dem Führenden. Schade, dass es nicht gereicht hat fürs gelbe Trikot, aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Die Etappe war hinten raus wieder sehr, sehr spannend. Und wir haben Platz 2 und 3 mit Richie Porte und Chris Froome geholt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Le Tour de France. Bis dann.